Ciao. Er ist so voll umgeknickt, ey. Das ist ungewohnt in solchen Schuhen, ne? Obwohl, weil hier ey, ja, wenn wir hier lang latschen, dann werden die auch per Funk durchgeben, ey, hier sind Leute am Gleis. Das kann sein, ja. Ja, so. And then? Was ist mit diesem Motor? Jo. Sollen wir den Zuschauern erklären, was wir hier überhaupt machen gerade? Willst du nicht erklären? Was ich soll das erklären? Ja. Da kann man nicht erklären. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs mit Jan. Herzlich willkommen zu einer Folge mit Jan. Und unterwegs sind wir auch. Wir befinden uns hier an einem Bahndamm. Teils aktiven und teils verlassenen Bahntunnel. Den habt ihr auch schon mal in einem meiner vorigen Videos gesehen. Kann ich auch hier nochmal verlinken. Und wir sind gerade auf dem Weg auf die andere Seite, auf die Nordseite des Tunnels. Die liegt noch ein bisschen verlassener. Jetzt habe ich einen Regentropfen abgekriegt. Die liegt noch ein bisschen verlassener. Der liegt noch ein bisschen verlassener. Und ja, wir wollen mal schauen, was da so abgeht. Das sieht aber ziemlich zugewuchert aus. Da ist noch so ein nettes Türmchen. Zur Abwehr von Eindringlingen. Ah, hier ist auch schon der Trampelpfad. Oh, hier hat aber auch irgendjemand keinen Bock auf Besucher. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein mit Beate. Sehr vorsichtig sein mit Beate. Weil das ist über den ganzen Boden hier. Ach, schön, dass er auf war. Mal wieder. Irgendwann wirst du die besten Sachen verlieren. Wenn du mir das nicht sagst, ja. Mich. Dein Messer. Ja, dich vor allen Dingen. So, warte. Boah, ja, ich habe null Stand hier, ne? Und sie auch nicht. Ich hab. Okay. Warte. Das heißt, da oben liegt ein Kühlschrank auf dem Tunneleingang. Oder eine Kühltruhe oder sowas. Oh. Auch crazy Abgrund hier, ne? Man sollte das ja nie berühren. Jetzt wieder überhaupt nicht zur Heizschuhe. Ach du Scheiße. Hä? Wenn ich den Stein wegziehe, ne? Rein. Jo. Und das war's auch schon. Ja, ab hier ist verschüttet. Ja, das hatten wir ja gesehen, als wir drin waren. Genau, aber wenn du überlegst, wie hoch der Tunnel eigentlich ist, ne? Ja. Dann sind wir hier relativ weit oben. Jo. Das haben die gut eingeschüttet. Aber das müssen die ja vorher verschüttet haben und dann das hier eingebaut. Und dann das zugemauert, ja. Bescheuert. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf dem Video erkennt. Also hinter uns ist der verschüttete Teil. Direkt schon ziemlich zu Anfang. Und wir befinden uns hier relativ hoch im Tunnel. Also der scheint wohl verschüttet worden zu sein und dann erst zugemauert. Ja, so ganz viel kann man jetzt hier nicht zeigen und machen. Wer den von der anderen Seite sehen will, der muss mal einmal in das andere Video von mir reinschauen. Lost Place, alter Eisenbahntunnel. Da kann man das dann sehen. Hier oben kann man vielleicht die Röhre erkennen, die den obersten Part frei hält. Und da kann man drüber herkrabbeln und kommt dann auf der anderen Seite raus. Genau, jetzt kann man ein bisschen was sehen. Hier oben geht es drüber her. Boah, ich dachte, das wäre nur so ein Hügel. Das sind ja etliche Meter, die der verschüttet ist. Aber das wird man wieder auf dem Video nicht erkennen können. Aber soweit wie ich jetzt gucken kann, ich würde sagen, die nächsten 50 Meter sind komplett verschüttet. Ja, auf jeden Fall. Krass. Ich dachte, das wäre ziemlich zum Schluss. Ja. Aber guck mal hier, die ganzen Deckenbalken sind schon los. Also ich meine, das hat den Grund, warum die das hier absperren. Das Ding ist ja massivst einsturzgefährdet. Die Scheiße. Ey, wie kommt man denn zum Turm? Eigentlich von unten, ne? Aber da ist ja eh nichts mit. Doch, da kannst du hoch. Jetzt echt? Da ist ein komplettes Treppenhaus drin. Das ist auch noch erhalten. Ich weiß nur nicht. Beate!
Ja, schöner alter Tunnel hier, ey. So schade. Aber guck mal da, was da schon rausgebrochen ist. Ja, ich denke mal, dass er auch einige Treffer abgekriegt hat damals im Weltkrieg, ne? Aber kann natürlich auch von jetzt sein. Ja. Dann checken wir nochmal diesen Turm ab. Warum man den wohl früher da dran gebaut hat. Tatsächlich zur Abwehr oder was? Boah, Dornen, Dornen, Dornen. Geiles Ding. Noch mehr Dornen. Hier hat einer hingekackt. Geil. Boah. Puh. So, mal gucken. Platz nach oben haben. Guck, stoßen ist nicht. Na, kann man ein bisschen rausgucken hier. Jetzt sind wir so außer Atem. Keine Ahnung, wir sind noch nicht mehr gewohnt. Ja, wir kommen aus den Dornen raus. Guck mal hier. Hier können wir auch eine schöne Bank hinstellen können. Schönes Türmchen. Ja, kurze Exkursion. Nichts Besonderes zu sehen. Dann suchen wir uns jetzt ein schönes Plätzchen zum Rasten. Hier zum Beispiel. Hier ist schon wieder so ein... Was ist es denn? Irgendeine Pflanze, die ich vielleicht besser doch nicht anfasse. Wir waren gerade nicht sicher, ob wir uns vorhin an einem riesen Bärenklau festgehalten haben. Ich habe die Pflanze aber, glaube ich, nicht auf dem Video. Deswegen wird sich das nicht aufklären, außer wenn nachher die Sonne scheint und unsere Hände anfangen zu flemmen. Jo, ich sag schon mal tschüss. Wir sind raus aus diesem Video. Kurze Exkursion zum alten Tunnel. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Mal schauen, was es dann gibt. Ich weiß noch nicht. Bis bald im Wald.